Hallo und herzlich willkommen zurück zum Karrieremodus von Planet Coaster 2. Wir sind immer noch im Parks- und Restaurierungsszenario und haben beim letzten Mal die Bronzemedaille abgeschlossen und wollen uns heute die Silbermedaille schnappen. Bevor wir uns aber anschauen, was wir dafür machen müssen, würde ich ganz gerne nochmal über den Park schauen, ob alles soweit passt, weil ich meine gesehen zu haben, dass wir ziemlich viel Müll überall rumliegen haben und das wäre ein Problem, das man mal kurz angehen könnte. Oh, ich habe schon vergessen, wie das Spiel funktioniert, ey. Da. Ach, selbst erstellen, da gibt es andere Dinger hier, ne? Ja. So, wo wir uns jetzt um die Bänke und Mülleimer gekümmert haben, würde ich gerne als nächstes einmal herausfinden, ob das vielleicht gar nicht das Problem war, sondern ob wir vielleicht einfach nicht genug Personal haben, was ja, Hausmeister angeht. Ich sehe, wir haben einen. Da könnte man schon mal noch einen einstellen, glaube ich. Zack, zwei Hausmeister. Damit sollte das Problem auf jeden Fall erstmal wieder gegessen sein. Wie jetzt denn unseren Gästen? Okay, also die Gäste sind auch bis auf den Müll richtig happy gewesen und das Problem haben wir jetzt eh angegangen. Also, denke ich mal, da stehen die Chancen eigentlich ganz gut. Ne? Komm, ich gebe noch einen dritten Hausmeister rein. Ich bin dann heute spendabel. Okay. So, jetzt würde mich aber mal interessieren, wie unser Park denn jetzt weitergeht. Also für die Silbermedaille, uralte Errungenschaften, müssen wir mit atemberaubenden Szenen dafür sorgen, dass die Gäste kommen. Okay. Also wir sollen noch ein drittes Fahrgeschäft bauen. Zwei haben wir ja schon. Die nächste Achterbahn vervollständigen. Und ja, die auch öffnen. Das ist diese hier. Ist die nächste Achterbahn. Oh, die ist ja ganz schön weit weg. Ja, ich meine, wir können das gerne mal machen mit der Achterbahn. Das sieht doch durchaus noch etwas aus, dass man mal... Ich darf es natürlich wieder nicht glätten. Nächstes Element wird dann wahrscheinlich dieses hier. Haben wir die Ecke hier noch. Das müsste noch. Dann wäre die Bahn soweit verbunden. Die braucht aber noch Strom. Und das bedeutet, es gibt einen neuen Stromverteiler, den wir irgendwo hier hinstellen wollen, denke ich mal. Zack. Und einmal ans Stromnetz anschließen, bitte. So, dann schicken wir die Achterbahn in den Testmodus. Gucken wir uns erstmal an, was das überhaupt für eine Achterbahn ist. Was haben wir denn hier für ein neues Meisterwerk der Antike vervollständigt? Warum war da ein Baum im Weg? Wunderbar, schöne AMC. Sieht tatsächlich ein bisschen intensiver aus als die letzte Achterbahn. Gefällt mir tatsächlich auch ganz gut. Ich frage mich nur, warum hier ein Baum im Weg ist. Das Szenario ist doch vorgebaut gewesen. So, wir öffnen eine neue Achterbahn. Zack. Gönnen wir uns bei einer neuen Achterbahn, vielleicht auch neuer Techniker. Und weil ich jetzt eben schon mal dabei war, können wir den neuen Weg hier auch schon mal mit Mülleimern pflastern. Hm. Okay, auf Steigungen kann ich keine Mülleimer bauen. Hm. Na gut, bisschen schade, aber okay, ist das wohl so. So, man mag es kaum glauben, aber wenn ich es richtig gesehen habe, dann... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, es sind schon zwei Ziele gewesen, die wir haben, aber wir müssen auch eine komplett neue Achterbahn noch bauen. Das heißt, diese Folge bauen wir noch eine Achterbahn. Das ist doch eigentlich ganz cool. Wir sollen noch einen Flatride und eine Achterbahn bauen. Ich glaube, dass hier ist ein sehr guter Platz für einen Flatride, weil die Aussicht einfach wunderschön hier ist. Oder ist hier Parkgrenze? Nee, okay. Was haben wir denn für Flatrides zur Auswahl? Ich meine natürlich ebene Fahrgeschäfte. Das ist eine geile Übersetzung, nach wie vor. Ich hätte eigentlich gern ein, wie heißt denn das Ding? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, aber ich habe eigentlich ein bestimmtes Fahrgeschäft im Kopf, das ich hier leider nicht sehe. Vielleicht können wir es ja erforschen, wir haben doch bestimmt unendlich viele Forschungspunkte mittlerweile. Da, den hätte ich eigentlich gern gehabt. Aber den kriegen wir auch erst Kapitel 2. Also wir haben gar keine Chance, das zu bekommen. Aber gut, das ist dann halt so, ist auch nicht so wild. Was kann man denn sonst bauen, was vielleicht für eine gute Aussicht da wäre? Vielleicht den Monsoon Shoot, einfach weil es mal ein neues Fahrgeschäft ist. Das ist ja neu in Planet Coaster 2. Also das ist ja mal ein optimaler Platz dafür, oder? Mit der Aussicht, das ist bestimmt geil. Gilt das jetzt schon als... Ah ja, weil es nicht geöffnet ist, ist es noch kein erreichtes Ziel. Ja, das ist logisch.
Das heißt, wir haben noch die Chance, hier ein bisschen zu bauen. Das ist doch auch schön. Das heißt, wir können eigentlich direkt die Folge jetzt schon wieder damit starten, dass ich diesen Monsoon-Shoot Flatride ein bisschen schön mache. Da sind wir wieder mit diesem kleinen neuen Fahrgeschäft. Ich habe tatsächlich jetzt gar keinen Namen dafür, ich habe ganz vergessen. Egal. Das Thema, diesmal hat es dafür ein Thema und eine kleine Story, das haben die anderen dafür nicht gehabt. Also kann man vielleicht auch schon so ein bisschen erkennen. Es ist ein, das Thema ist so ein bisschen Medusa und so ein bisschen der Steingarten der Medusa. Ja, deswegen ist der Anstehbereich im Prinzip durch den Steingarten von der Medusa durch. Und, hier wird man ganz schön nass. Naja, ist ja egal. Ja, und hier sieht man dann so ein bisschen Medusa selbst, ne? Und wenn man dann hier mitfährt, dann hat man auch die Chance, über diese Barriere drüber zu schauen. Hat so einen richtig geilen Ausblick hier. Das gefällt mir auch saugut. Keine Ahnung, vielleicht ist es so ein bisschen, du wirst hier hochgezogen, um den Kampf gegen Medusa zu bestreiten. Und dann fällst du, weil du verloren hast und, wirst dann hier als Steinstatue verkauft oder so. Ich weiß es nicht. Und damit haben wir jetzt auch schon wieder unser neues Fahrgeschäft für diese Folge gebaut. Hier auf dem Hang, das ist so ein bisschen das Anwesen der Medusa oder so. Sieht auch ein bisschen so aus, weil es so eingezäunt ist. Schon ganz cool. Jetzt habe ich währenddessen gelesen gehabt, dass viele Besucher hungrig sind. Wir machen hier mal eine Fressmeile ein bisschen hin. Wunderbar. Und kümmern uns darum, dass es hier alles keine Schnäppchen sind, weil Schnäppchen gehen ja gar nicht. Wir wollen ja Geld verdienen. Also ich mache es ja tatsächlich auch gar nicht so teuer. Ich gehe einfach nur einen Dollar hoch. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Sind ja technisch gesehen eigentlich immer noch Schnäppchen. Damit ziehen wir die Besucher auch so ein bisschen nach hier oben. Dann wird der Park erst auseinandergezogen. Ist das gut? Ich glaube schon, oder? Wo stellen wir jetzt unsere Achterbahn hin? Was für Achterbahn haben wir denn zur Auswahl? Können wir uns vielleicht eine neue Achterbahn erforschen? Kettenlift, Holzachterbahn. Ja gut, ich meine, ja, wir können sie mal erforschen, aber wir brauchen sie jetzt eigentlich nicht. Ach so. Kettenlift, ja, Hänge und Alternativenlift, alles klar. Und Abschussachterbahn. So, einmal alles erforscht, was dabei war. Jetzt, da können wir bestimmt irgendeine tolle Achterbahn von finden. Was wir noch gar nicht haben, ist ein Kiddie Coaster, ne? Ich würde sagen, wir bauen eine Achterbahn für die ganz Kleinen. Also nicht für die ganz Kleinen, für die etwas Kleineren, sagen wir mal so. So, dann bauen wir unsere erste Achterbahn. Los geht's! Da steht sie, unsere kleine Kinderachterbahn. Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist. Ich weiß es nicht. Ich habe sie auch noch nicht getestet. Ich würde sagen, wir testen es einfach mal gemeinsam und entscheiden dann, ob das eine Bahn ist, die wir stehen lassen oder nicht.
Ja, die Bäume denken uns noch weg. Das ist alles noch nicht final. Ja, wieso denn nicht? Eigentlich finde ich das gar nicht so verkehrt. Oh, die ist ja furchtbar schlecht, die Bahn. Müssen wir eigentlich irgendwelche Bedingungen erreichen? Nö. Aber wenn die Bahn so schlecht bewährt ist, dann möchte ich sie eigentlich auch nicht hier stehen haben. Tut mir leid, wir bauen was Neues. Auf in eine neue Timelapse. Okay, die andere war zu harmlos, langweilig. Die hier hat bestimmt ein bisschen mehr Wumms. Mal gucken, wie sie so ist. Fahren wir mal mit. Da ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Action drin. Also, ich kenne mich jetzt nicht mit Achterbahnen aus, aber ich glaube, mir wird sie Spaß machen. Was sagt denn so die Wertung? Die Blendkurswertung, weißt du, was ja meistens besser als ich. 0,6, 4 und 1,5, das ist doch top. Ja, und da jetzt einen Eingang und Ausgang noch so reinzubauen, das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Ausgang genauso spektakulär wie der Eingang. Ja, ich glaube, die ist schon cool, die Achterbahn. Die wird wahrscheinlich schon Spaß machen, mitzufahren. Wird noch lustig, diese Station einzubauen. Ich muss mir noch irgendwas zu überlegen. Aber ich glaube, das mache ich nicht mehr heute, weil die Folge, glaube ich, schon lang genug ist. Was wir aber heute noch machen, ist unsere Silbermedaille abholen. Indem wir die Achterbahn einfach eröffnen. Ich sehe nur nach deinem Fortschritt. Wie es aussieht, hast du die zweite Achterbahn erfolgreich restauriert. Wir geben hier unser Bestes. Die Mannschaft hat echt Spaß daran, sich durch die Historie zu graben. Freut mich, das zu hören. Es ist unseren Gästen wichtig, mehr über ihr Erbe zu erfahren. Ich habe viel gelernt. Über Designs und Materialien, die man für Fahrgeschäfte nutzte. Es ist ein Wunder, dass sie sicher waren. Wo ich das jetzt so sage, ich werde sicherheitshalber noch einmal alles überprüfen. Nur für alle Fälle. Wow, Silbermedaille. Perfekt. Cool. Dann machen wir beim nächsten Mal direkt weiter bei der Goldmedaille und starten wahrscheinlich direkt erst mit der Station von der Achterbahn hier. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann bleibt dabei, abonniert den Kanal oder kommt auf Discord. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin. Ciao. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von